Hallo liebe Leute, willkommen beim LS13 mit dem Fentra 13. Ich probiere jetzt gerade Sally Map oder Sally Wahl Map da, die ist auf Englisch geschrieben. Und ich habe letztes Mal mit meinem guten Kumpel da ausprobiert. Ihr seht hier gerade kurz die Karte. Ich finde halt die Karte nicht so gut gemacht. Müsste ein bisschen besser gemacht werden. Dann die Straßen sind unregelmäßig gebaut. Also die Ecken oder noch schön aufgelistet und so immer kurz so einen kleinen Cheat, dass ich hier meinen Lieblingstrack kaufen kann. So, dass ich kein Ding habe. So mein GCB. So. Und wir sind hier bei Feld 4. Ja, Feld 6 halt. Oh. Ganz Holprig hier. Wir müssen jetzt hier mal das mal gucken. Mal rechts an zu der BGA-Anlage. BGA ist klein gemacht. Die Grastextur finde ich sehr, sehr schön. Sehr hoch, sehr schön gebaut. Hier ist die Gülle. Die Gülle. Dass wir die Gülle verladen können oder laden. So. Ich finde die BGA nicht schlecht an, aber die habe ich noch nicht ausprobiert. Ich muss da mal weiter zocken. Beim Burgsdorf, da habe ich besser gefunden. Die, wo ich vorhin gezeigt habe, oder die Map auch schon gemacht habe. Die haben wir am Waage, aber die funktioniert irgendwie gar nicht, die Anzeige. Nee, die funktioniert gar nicht. Aber ja, wo waren wir letztes Mal? Ja, genau. Ja, also hier finde ich nicht so schön gemacht hier mit dem Brick, obwohl das hier zugedeckt ist. Da finde ich sehr gut vom Model gemacht. Das ist hier drin, aber die zeigt von der Wand an. Das müsste nicht sein, da hat es wahrscheinlich den Model einen Fehler gemacht.
Ihr merkt, dass die ein bisschen Fehler drin hat. Leider. Könnte ein bisschen besser sein. Hier zeigt man keinen Weg an, obwohl das der Weg müsste sein. Das ist wieder ein Bug oder ein Fehler vom Modder. Oder vom Mapping. Jetzt will ich die Framerate wieder einschalten. Okay. Das geht gerade noch. Aber die JSP fährt halt noch schneller. Das ist irgendwie ein Bug oder Modder, die etwas gemacht hat. Gehen wir zum Move 2 hin. Weil die will ja nicht in die komische Strecke fahren und dann nicht weiß, wie das sie im Kopf verbringen. Wow. Ich muss irgendwie rüberkommen. Warte, nicht zugucken. Weil ihr das ist jetzt gerade direkt wieder zum Move 1 gekommen. Hier könnt ihr anfangen zum Laden, zum Beispiel mit dem Ladewagen oder so. Ist den Hof 2, das ist wahrscheinlich der Schweinehof oder Verkaufsstelle. Verkaufsstelle? Nee. Keine Schweine. Das ist der Eindhof. Oder wahrscheinlich die Schafe oder keine Ahnung. Weil hier steht so auf 2 und du kommst eher in den Ding rein. Oh, vielleicht halt mit dem Ding drin. Gehen wir zum Haupthof. Also wir waren schon vorhin auf dem Haupthof. Ich finde ein bisschen schade vom Modder, dass er die Straße nicht so fein zu fein gemacht hat. Ich finde es echt ein bisschen schade. Und hier könnt ihr viel Gas nehmen. Also wahrscheinlich mit Fuselage oder ja. Weil jetzt eher so rum, das klingt ja ein bisschen komisch. Aber was geht? Von unten. Wenn jetzt 6 an, kann ja auch zum Hof. Auf dem Hof kommen wir von der anderen Seite. Ah! Weil ihr seht, wenn ich jetzt wieder umdrehe, dass ihr kurz einen Bug habt. Hat nicht so wie Map so gebaut, wie ich da dachte. Weil hier hat es eben diesen Schlingel drin. Man sieht auch. Das ist nicht so gerade gebaut. Also ich finde die Map vom Tunnel oder. Ja, vom Tunnel macht die Map sehr, sehr geil, finde ich.
Ist ja auch schön, nicht zu heftig, also nicht zu übel gemacht. Finde ich sehr schön. Mir könnte wir auch jeden Tag da mit dem tun war, vielleicht eine Map so zu bauen oder ihm helfen. Oder Ladestation. Okay. Das ist Kühlhof. Also da finde ich auch wieder ein bisschen. Ja, für die Wasser scheint es eher Wasser geben. Und das ist irgend. Aha, du kannst hier wahrscheinlich auswählen, was du brauchst. Und sie aufgefüllt. Aber wenn ich da schade finde, da kein Graslager oder Strohlager. Da finde ich ein bisschen schade, weil die das. Wäre viel besser gewesen. Sind hier die Kühlbunker sind auch nicht schlecht. Und die Mist hier also voll versteckt oder voll unter dem Boden. Ja, ihr seht da, das ist die Mist, aber obwohl das die Mist unter dem Boden ist, bin ich hier drauf gekommen. Zeig mir auch nicht ganz, wie viel Mist das ich habe. Das ist ein bisschen schade. Aber den Hof gefällt mir jetzt schon. Finde ich sehr schön. Und mein Mods da mit dem Mehrwerk und dem 3-Mehrwerk viel besser als die zwei hier. Aber was willst du? Irgendwas musst du ja auch haben. Das finde ich auch sehr geil. Ich werde den haben. Und dann kann ich immer noch mit hocharbeiten. Und dann die Öhrlingwand geht noch. Sehr kleine Sämaschine. Ich bin jetzt halt mein 15 Meter Sämaschine. Ich glaube für alles mit Mods. Das ist ein Mod. Dann. Ich glaube hier müsste ich die Dinge haben. Hier noch was. Aber die Map gefällt mir nicht so. Und ihr seht ja. Es könnte ein bisschen besser sein, auf meiner Seite. Also Leute, ich verabschiede mich für bis zum nächsten Mal. Und wir sehen uns. Ja. Tschüss!